So, also, jetzt wären wir beim letzten Klangkrieg und da haben wir wieder mal alles abgeräumt und sogar den Zweier und ein paar Achterradhäuser haben doppelt drei Sterne kassiert. Und da sieht man, ja, okay, wir haben ein Neunerrad was mehr gehabt, aber man sieht da gut, was passiert, wenn mit Gegnern, wenn die keine guten Basen haben. Wobei beim Einser, der war etwas knifflig. Aber sonst, sagen wir mal, wenn die Gegner mäßige Basen haben und nicht einmal nicht deutlich höher sind, weil wir ja ständig nur 9 Rathäuser bekommen, die schon fast Max sind. Nun gut, also fangen wir mal mit dem Ego-Shooter an. Den ersten Angriff. Und der ist schief gegangen. Und zwar, wenn man sich die Basis ansieht, das ist zwar keine wirkliche ups, auf die Pause, da ist angekommen. Also, das ist keine Anti-3-Stern-Basis, weil das Rathaus ziemlich in der Mitte sitzt. Allerdings, es ist die Queen. Nicht ganz von außen erreichbar und es sind hier Doppelbomben. Und was er ja auch ganz gut gemacht hat, mit den Doppelbomben hat alles richtig gemacht. Verteidigung hier, Speicher auf den Seiten und sogar so, dass hier keine Verteidigungen sind, das heißt, die Schweinis müssen da durch. So. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Speicher, Verteidigungen, Schweinis laufen da durch. Und was er, das habe ich bisher nie so erwähnt, aber was er auch genau richtig gemacht hat, ist, dass er die Queen entfernt von den Doppelbomben. Das heißt, wenn ich mit einem Kill-Team zur Queen will, habe ich fast keine Chance, diese Doppelbomben zu triggern, es sei denn, ich habe wirklich, sagen wir mal, 20 plus Helden und marschiere hier durch die ganze Basis durch. So irgendwie. So und dann da die Queen erledigen. Das kann man aber mit vergessen, die wir haben. Also, jetzt mit Gindi werde ich sowieso mit Golalun drauf gehen, aber schweinemäßig sieht man eh, Gindi 2 hat 7er Queen, Ego-Shooter hat 8er Queen, da nicht wirklich viel zu machen. Er hat aber eine Schwachstelle und erstens einmal, die Luftabwehren sind auch auf Level 6, damit ist ein Luftangriff gleich einmal deutlich erfolgreicher. Bogetürme auch noch auf Level 10, während die Kanonen schon höher sind. X-Bogen sind zwar auf Luft, aber trotzdem ist das Ganze machbar. Und zwar, den Fehler, den er macht, ist, er hat eine Luftabwehr mit der Queen gemeinsam. Ziemlich weit außen. Und immer wenn. Wenn es einem gelingt, mit einem Golem reinzukommen und mit den Helden und eine Luftabwehr, die Queen und die Clanburg zu erledigen, dann sind, sagen wir mal so, im Normalfall ist das schon mal ein guter Startpunkt für 3 Sterne. Ich will nicht sagen, dass man sie automatisch hat, aber man hat zumindest gute Chancen. Und ich sage einmal, immer wenn einem das gelingt, sage ich einmal, ist das eine gute Alternative für Balloon. Fangen wir mal an. Und Ego-Shooter hat die Luftabwehr geblitzt. Die Luftabwehr deswegen, weil die Feger, zwei Feger hier auf die Luftabwehr zeigen. Der Plan ist dann, mit Lava-Hunden auf die Luftabwehr zu gehen, hier ein bisschen wegzuräumen, hier, und dann hier durch und dann von außen die restlichen Ballone reinzuschicken auf die Luftabwehr. So. Und damit sind die Luftfeger zeigen eigentlich ins Leere. Fangen wir mal an. Magier ganz gut gemacht, vielleicht ein bisschen zu weit. Die ganz links hätte es gar nicht sein müssen, aber okay. So, Mauerbrecher. Da ein bisschen
So, und dadurch ist dieser Golem, das kann man sehen, dadurch ist dieser Golem kurz rübergelaufen und jetzt steht der King an erster Front und der wird jetzt vom Tesla erfasst und geht schneller mal drauf. Die Queen schafft er noch, allerdings aus der Clanburg kommen jetzt, kommt jetzt ein Drache mit Ballonen raus. Das ist natürlich ein bisschen Käse, weil Lava-Hund würde hier nicht mehr wirklich stören bei einem Luftangriff, aber der Drache muss auf jeden Fall weg. Und Ego-Shooter kämpft hier und es wird knapp und mit der Fee Queen geht es sich dann gerade noch aus. So, das einmal geschafft. So, und jetzt Achtung, wo die Lavahunde ansetzt. Normalerweise sollte man immer die Lavahunde aus verschiedenen Winkeln auf die Luftabwehr schicken. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder zwei auf die erste Luftabwehr und dann den dritten hier reinschicken. Wobei ich bevorzuge, wenn ich Wut habe, gleich drei Lavahunde auf die erste Luftabwehr. Und zwar deswegen, weil man mit drei Lavahunden Wut gibt hier und die Ballone aus irgendeinem Grund es nicht zur Luftabwehr schaffen, weil das ist hier etwas knifflig, weil da fliegen die Ballone so weg, da fliegen die Ballone eher so hin. Das heißt, man müsste sowieso eher von der Seite einmal kommen mit dem Ballon. Beziehungsweise mal zwei hier setzen und dann ein bisschen warten und dann, sagen wir mal, bis fünf zählen und hier die Ballone starten. Und sobald der Bogeyturm down geht, werden die Ballone, die jetzt eher so hinfliegen, dann so rüber abdrehen. So, das war aber jetzt gar nicht das Problem, diese Luftabwehr. Das Problem war das, dass er seine Lavahunde und Achtung, wo er den hergesetzt hat, das war da irgendwo. Der Lavahund fliegt noch auf die Luftabwehr, aber der ist schon so weit drüben, dass er auf die Luftabwehr fliegt. Auf das muss man aufpassen. Jetzt hat er das Problem, Lavahunde fliegen runter, er startet relativ schnell die Ballone oben, das ist auch die Luftfeger, da hat er keine Chance und der Lavahund zerplatzt, bevor er sein Ziel erreicht, wegen den ganzen Luftbomben und die Ballone werden ihm dann abgeschossen. Der zweite Lavahund fliegt rüber, hält auch nicht mehr lange, aber die Ballone sind jetzt schon platt und das nächste Problem war, da waren die Teslas. Und zwar an der Stelle, wo man eigentlich gedacht hätten, dass da nicht viel steht, gedeckt vom Feger und dass auch die zwei Bogeytürme am Schluss also dann einfach mit zwei Ballonen holt und mit dem Magierturm. Und die Teslas haben da auch ganz schön gewütet. Und in Summe platzt der letzte Lavahund und es geht sich nicht mehr aus. So, okay. Das Ganze, ja, die Aufräummagier, aber die können natürlich dann nicht mehr viel schaffen, das war dann nur ein Einstern. So, das Ganze habe ich jetzt mit Kindi 2 noch einmal mit einer alten Strategie probiert. Allerdings ist das nicht einfach, weil ich habe nur 1er Lavahunde. Also, ich weiß, die drei wir eigentlich erst später dran. Eigentlich will ich die Basen ein bisschen der Reihe nach machen, aber jetzt passt es halt gerade so. So. Und zwar, ich mache jetzt Folgendes. Ich weiß, das sind die Teslas. Und ich mache jetzt eine alternative Strategie. Und zwar Folgendes. Ich blitze nicht die Luftabwehr, sondern ich blitze die hier. Und gehe von, mein Plan ist der, mit einem Golem drauf. Magier genauso wie am Anfang, Mauerbrecher rechtzeitig und dann dasselbe wie Ego-Shooter. Queen killen, Luftabwehr, Kleintruppen wegnehmen. Und ich habe mich dann entschieden, nein, ich nehme doch kein Gift, ich traue mir das Ganze zu. Auch mit 7er Queen, weil, wenn ich die Mauerbrecher richtig setze, sollte das funktionieren. Und zwar, weil ich einfach Bedenken gehabt habe beim Luftteil. Und das war auch gut so.
Und dann mache ich Folgendes. Während die Truppen dann noch im Kämpfen oder gerade am Schluss sind, ist das da weg. So, und mein Plan war auch, dass ich ein bisschen von der Seite drauf gehe, dass ich den Magierturm auch erledige, weil ich weiß, am Schluss ist er gefährlich, wenn der große Klumpen an Ballonen daherkommt. Und dann gehe ich mit zwei Ballonen hier, zwei Ballonen hier und starte einen Lavahund. Die zwei Ballone fliegen dann darüber. Dann starte ich noch ein bis zwei da und bringe die Ballone so in die Richtung. Die restlichen Lavahunde gehen auch auf die Luftabwehr. So, und ich starte da. Mit einer Wut hier in etwa, damit auch die Luftfeger ziemlich schnell platt gehen. Und dann sind die Luftfeger weg und fliegen die Lavahunde weiter hierher und tanken mir für die ganzen Teslas und ich schicke da weiter Ballone rein und am Schluss dann da. Und ich habe nur eine Wut hier und dann verlasse ich mich darauf, dass die Ballone, die Gruppe hier, diese ganze Runde nimmt. Und dazu habe ich die Eilzauber, der Stelle dann eher einen Klumpen an Ballonen habe. Und sagen wir so, die Magier muss ich natürlich ein bisschen ablenken. Und das einzige Problem dahin, da ist meine letzte Luftabwehr, das ist der Lavahund. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Lavahund da so weiterfliegt. Funktioniert nicht immer und meine Ballone werden da auch Schaden bekommen. So. Gut. Fangen wir mal an mit dem Blitz. Okay. So. Golem kommt. Magier. Okay. Mauerbrecher. So, Helden hinterher. Und wenn man sieht, hier habe ich gar nicht mehr wegräumen müssen, weil wenn das Gebäude weg ist, laufen King und Queen mit Sicherheit da so hinein. So. Okay, es läuft alles hinein. So, und jetzt ist der Unterschied, mein King ist noch am Leben. Golem ist gerade erst zersplittert und es sind auch noch, ich habe noch mehr Macht, die jetzt auf die Ballone draufgehen, auf den Drachen. Man sieht, im Vergleich zu Ego-Shooter bin ich da deutlich besser unterwegs. Das Einzige ist, um die Luftabwehr mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Aber die Magier dahinter retten das Ganze noch schön. So, jetzt kommt der Lava-Hund. Mit zwei Ballonen hinterher. Zwei Ballone auf den Minenwerfer. Und hier habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar diese Wutplatzierung. Ich hätte sie nachträglich betrachtet eher hier setzen sollen, damit ich die Ballone beschleunige, weil die einfach ohne Wut einfach eine Spur zu langsam sind und da einfach so. Weil jetzt ist sowieso der große Klumpen, da brauche ich sowieso nicht wirklich mehr den Wuteffekt. So, jetzt fliegt der Lava. Und jetzt, mein Problem war da. Die Luftabwehr hat zu lange gebraucht. Die Ballone sind wirklich schön auf die Luftfeger drauf, so wie geplant. Aber die sind jetzt vor den Lavahunden. Und dadurch verliere ich da ein paar. Und der Lavahund ist da einfach zu spät, dass er tankt. Allerdings der Eilzauber rettet mich da und die zweite Luftabwehr geht dann relativ schnell platt. So, Lavahund fliegt. Nur leider, die Ballone waren ein bisschen zu früh und ich verliere hier immer. Ich ver verliere immer ein paar Ballone. Und was ich festgestellt habe. Achtung auf die Ballone, es fliegen in diese Wut die Ballone immer vor dem Lavahund weg. So, und schwupps, jetzt auf die letzte, habe ich nur mehr Lavahund und einen Ballon auf die letzte Kanone. Also, Lavahunde waren nicht das Problem, die haben hergehalten noch. Selbst die Einsatz. Das Problem waren eher die Ballone.
Und das war schon wirklich knapp. Vor allem, weil das eine Kanone war. Wenn das letzte ein Bogiturm ist und der schießt auf den Lavahund, dann ist der getankt und ich kann eventuell mit einem Magier hier ein bisschen aushelfen. Naja, noch einmal gut gegangen. Und an der Stelle wäre es vielleicht wirklich sinnvoller gewesen, eine 2-1-Aufteilung zu machen. Das heißt, zwei Lavahunde auf eine Luftabwehr, einen dritten Lavahund auf die zweite. Aber gut. Ja. So. Ego-Shooter. Und Ego-Shooter jetzt auf die Zweierbasis. Und zwar, das war ein Übungsangriff. Und zwar hat Wing das schon geschafft. Allerdings relativ knapp und nur mit Hilfe der Queen dann am Schluss, weil die Schweine haben es nicht ganz durchgeschafft. Und ich habe den jetzt einfach noch einmal angegriffen als Übungsangriff, damit man die richtige Strategie sieht. Und ich fange vielleicht wirklich mit dem Angriff von Wing an. Und zwar folgendes. Der Anfang war schon mal okay, locken. Nur, also was ich einmal gemacht hätte, ist Punkt 1, ich hätte mal da mit einem Schweinig gestartet und auf die Luftabwehr geschickt. Weil wenn da Bomben sind, hätte ich die Bomben entschärft und eventuell einen Lavahund schon rausbekommen, falls er noch drin ist. Falls Teslas da sind, was in dem Fall auch der Fall war, kann man, wenn man sich den Radius ansieht, da auch mit ein paar Bahnen locken, in etwa. Also ich zeige es übertrieben da. Und der geht auf die Kanone und lockt da Truppen raus. Eventuell einen zweiten mitnehmen. Da braucht man keinen Schweineopfer. Und dann, das ist jetzt eine grundsätzliche Sache. Und zwar mit den Golems. Sinn Golems, also die Golems haben drei oder vier Einsatzzwecke. Punkt 1, die sind dazu da, dass man die Queen erledigt. Also das Ziel mit dem Kill-Team, das ist Golems, Magier bis auf vier auf Magier sollte man haben und den Helden, ist, dass man erstens einmal die Queen erledigt, dann die Clan-Truppen müssen weg. Und dann, wenn Doppelbomben da sind, in der Basis, die man nicht mit den Schweinis umgehen kann, dann muss man auch also mit dem Killteam drüber latschen. So, und dann ist, wenn möglich, sollte man den Golems dann noch als Tank nutzen für die Schweinis. Das ist ein weiterer Nutzen. So, in dem Fall, bei der Queen, reicht es aus, wenn ich da den King setze. Queen läuft raus, ich aktiviere die Fähigkeit und der King erledigt die Queen. Clan-Truppen locken am Anfang ist ganz einfach. Wenn das Drache oder so rauskommt, mit zwei Gift erledigen. Falls ein Lavahund rauskommt, kann ich den ignorieren. Weil Lavahund tut, solange er nicht platzt, tut er nichts. Und wenn ich jetzt nur den King starte, vielleicht den Golem starte als Tank und dann Schwennis starte, dann wird er nicht beschossen. Der kann nur ein paar Schwennis attackieren, aber da macht er so gut wie keinen Schaden. Der hat einen Schaden von, ich glaube, 12 oder 14, also das kann man vernachlässigen. Das ist ein halber Bogi. Und höchstens die einzige Stelle, wo er gefährlich werden könnte, ist beim Aufräumen. Deswegen sollte man beim Aufräumen versuchen, dass man die Magier und die Queen ein bisschen fern von ihm hält. Aber sonst ist er nicht wirklich eine Gefahr. Und die Queen soll leicht erreicht, dann braucht man keine zwei Golems mit. Die sind dann eigentlich Luxus. Und schauen wir uns das Ganze mal an. So. Also ich starte mal den Golem und das ist eine grundsätzliche Sache. Zuerst Golem, dann Magier und erst wenn die Magier aufrücken, aufbrechen. Nicht gleich direkt nach den Golems aufbrechen,
Das führt nur dazu, dass die Golems zu schnell reinlaufen und die Magier zu spät dran sind. So. Abgesehen davon, er müsste an der Stelle gar nicht aufbrechen oder hinein. Er bringt an der Stelle, vor allem ohne Jump, bringt er die Truppen, die Golems sowieso nicht in die Basis hinein. Und das Zweite ist, er bringt einen, okay, das war ganz okay, aber er bringt dann einen Bäcker in der Clanburg. Und der Bäcker, also ich hätte da, also wenn man 30er Clanburg hat, nimmt man immer einen 5er Golem aus der Clanburg. Ansonsten nimmt man einfach 5 Schweinis, weil der Bäcker, der ist jetzt maximal beim Aufräumen ein bisschen behilflich, aber nützt eigentlich relativ wenig und er hat jetzt 27 in Summe gehabt. Und der Golem war platt, er hat nicht wirklich einen Tanking-Vorteil dadurch und kämpft sich jetzt durch und schafft mit Mühe und Not. Der Lavahund platzt natürlich dann durch die Magie und durch die Queen, den erledigt er mit dem Gift. Man sieht, okay, es ist eigentlich dann die Queen mit der beiden letzten Verteidigungen clean und sag mal, das war relativ knapp. Und er hat keine Aufräummagier mehr und muss, zwei Schweine sind jetzt über und muss jetzt das Ganze wegräumen. So, Schweine sind platt. Und wenn die Queen da drauf gegangen wäre, dann wäre es da schon gewesen. Von der Zeit her allein schon. So. Schauen wir Wiederholung. Ja, in dem Fall ist es sich noch ausgegangen. Eindeutig, aber naja. So. Und jetzt zeige ich das Ganze noch einmal hier mit Ego-Shooter. Und zwar, ich habe, als ob ich, weil ursprünglich habe ich schon den Plan gehabt, diese Basis anzugreifen mit Gindi 2. Und ich tue jetzt, habe jetzt einfach meinen Plan durchgeführt, so wie wenn ich nichts aus dem Angriff da gesehen hätte. So. Und zwar, ich gehe mit dem Schweini rein. Ich weiß, ich habe die Wiederholung gesehen. Ich weiß, dass Teslas da sind, aber ja, so. Jetzt hole ich den Lavahund raus. So, und jetzt ignoriere ich ihn jetzt einfach und gehe mit dem King da von der Seite rein. Warte, bis die Queen drüber springt. Wichtig, wenn man so einen Queen-Swap macht, nicht den King da ansetzen, weil dann kann es passieren, dass die Queen innerhalb der Mauer stehen bleibt und einfach rausschießt. Man muss ihn ein bisschen außerhalb ansetzen, dass die Queen über die Mauer springt. Und wenn sie direkt vor der Mauer sitzt, wird sie das immer tun. So. Und sobald der King beschossen wird, auf die Queen stürmt, schalte ich die Fähigkeit ein. Man sieht, 10er King ist relativ schnell platt, weil zwei Kanonen auch noch auf ihn schießen. Das heißt, Tanking-Effekt habe ich von ihm dann leider nicht mehr allzu viel. Und jetzt setze ich diesen Golem. Und gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann das Ganze machen ohne Golem. Dann habe ich einfach meine 45 Schweinis oder 46 waren es in Summe. Oder ich setze diesen Golem. Und ich habe mich entschieden für den Golem, weil der bindet jetzt an der Stelle relativ schön 1, 2, 3, 4 Verteidigungen und den Minenwerfer. So. Und jetzt aus der. Und das hat. Und der Vorteil daran ist, dass ich jetzt da links keinen Heilzauber brauche, weil alles auf den Golem schießt. Rechts habe ich meinen Heilzauber. Den Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich hätte ein bisschen breiter ansetzen sollen und dann auch Schweinis hier ansetzen, die auf die Teslas da gehen. So. Okay. Hier habe ich einen Heilzauber gebraucht, weil da war ein Golem. Schweinis laufen durch und dann versuche ich das Ganze, weil in der Mitte höchstwahrscheinlich Bomben liegen, das Innere mit Heilzaubern zu bedecken. So in etwa, weil hier läuft nichts durch und die Riesenbomben können auch nur hier sein. So.
euch leider nicht bedeckt, aber ich wollte auf jeden Fall die Stelle da auch bedecken, falls da ein Schwein ist durchlaufen und da die Bombe liegt. So. Schweinis kommen durch, der Lavahund jagt sie, aber es interessiert die Schweinis nicht wirklich. So, jetzt kommen die Schweinis, haben die Teslas auch erledigt. So, und nachdem da die Bombe hochgeht, aktiviere ich den letzten Heilzauber oben, damit ich meine Gruppe an Schweinis da am Leben erhalte. Das war auch wirklich notwendig, zumindest für die, was da sind. Und schwupp. Und jetzt braucht man nur schauen, wie viel Schweinis da bei mir noch übrig sind. Allerdings war es doch, also King ist auch gleich platt, allerdings ein bisschen knapp war es bei mir auch und das sieht man jetzt, habe ich etwas Pech gehabt. Wobei der Unterschied ist, ich habe vier Aufräummagier, die jetzt um die Basis verteilt, das heißt, ich bin auf die Schweine zum Aufräumen gar nicht angewiesen. So, und was den Lavahund angeht, ja, er wird jetzt von einem Magier beschossen. Aber das dauert relativ lang. Und die Queen, die setzt jetzt unten möglichst weit weg vom Lavahund an. Also man sieht, okay, der eine Magier, der macht nicht viel Schaden auf dem Lavahund. Und solange der nicht platzt, habe ich kein Problem. So. Oben ist ein Schweini und ein Magier am Aufräumen da. Die Queen unten snipet hier. Und das Einzige ist, ich muss diese Clanburg noch erledigen. Okay, hier frisst mir der Lavahund tatsächlich einen Schweini, aber so, kein Problem. Oben läuft noch einer durch. So, ansonsten hätten es die Magier darunter geschafft. So, die Queen kämpft gegen den Lavahund, aber selbst wenn er geplatzt wäre, dann hätte ich einfach kurz gewartet und die Fähigkeit aktiviert, dann wäre er auch weg gewesen. So, okay. Also. Ego-Shooter haben wir. Wing Chun haben wir. Und ich zeige jetzt auch noch einen Angriff, den Angriff auf den Fünfer hier. Und zwar deswegen, weil man die Basis da hat, Boom und Kelvin haben da beide Male vergurkt auf der Basis. Und was bekannt war, ist die Bomben hier und der Dach in der Klammerbach. Das heißt, man wird zuerst einmal mit ein paar Schweinis die Bomben neutralisieren, dadurch kommen die Clan-Truppen raus. So, das macht gut hier. So, und an der Stelle, ah, okay. Er hat jetzt an der Stelle kein Gift in der Clanburg gehabt. Beziehungsweise hat er auch keine eigenen Clantruppen gehabt. War, glaube ich, ein Angriff am Vormittag, wo ich nicht online war. Deswegen hat er jetzt die Truppen mit der Queen erledigt. Normalerweise sollte man das Gift gleich dort setzen und gleich neben der Clanburg killen. Okay, so. Okay, das ist ganz gut. Und normalerweise ist das, was er macht, richtig. Nämlich, normalerweise wird man immer auf die Verteidigung draufgehen. Und die erste Reihe braucht man normal nicht mitheilen, sondern man lässt die Schweine durchlaufen durch die erste Reihe durch und heilt dann in der zweiten Reihe. So. Die Basis ist aber ein bisschen eine Ausnahme und das aus zwei Gründen. Erstens einmal ist, ich kann mit so einem Heilzauber zwei Reihen hier bedecken. Drei innen. Da kommt weder nennenswert Schaden daher, vielleicht zwei Bogetürme, und die Luftabwehren schießen auch nicht. Das heißt, hier innen sind auch keine Bomben, da macht es nicht Sinn zu heilen. Das heißt, man kann gleich hier heilen. Und das Zweite ist, gerade durch die Teslas und weil die Verteidigung da so dicht steht, mit Magieturm dahinter, kommt da so viel Schaden daher, dass es sehr wohl Sinn macht, da
zwei Heilzauber zu setzen. Ich hätte den so gesetzt und so gesetzt. Oder vielleicht eher so, weil der Tesla. Wichtig ist, dass man dort heilt, wo die Schweine stehen, nicht wo die Verteidigung steht, die auf sie schießt. Also da hätte ich in der ersten Reihe schon geheilt. Ja, ist jetzt ein bisschen, und man sieht, okay, wo er jetzt seine Heilzauber setzt, genau da, wo vorher schon mit den Schweinen gestanden ist. Das ist eine grundsätzliche Sache. Immer, Heilzauber immer einen Lauf spielen, so, dass die Truppen erst hineinlaufen oder am Anfang stehen. Also die Position von dem Heilzauber war gut, nur er hätte es schon früher setzen können, den Heilzauber. So. Soweit okay. Und jetzt, er hat jetzt noch zwei Heilzauber im Vergleich zu den Achterradhäusern. Hat die ganz gut platziert, weil die Schweine stehen noch in der Heilung, gerade noch. So, und jetzt kommt dann die letzte Heilung. Und das war's dann. Okay. So weit, so gut. So. Also, Kindi 2. Den 1 habe ich schon hergezeigt. Der Dreier kommt noch. Und da muss ich vorher noch einen anderen Angriff herzeigen. Und zwar, das. Und zwar mit dem Graf von Lamaland. Und zwar in der Situation, wenn alle 7er Rathäuser weg, 8er Rathäuser haben alle 6er Luftabwehr gehabt, also da wäre nicht viel Sinnvolles zu machen gewesen. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich versuche erstens einmal auf der Basis herauszufinden, wo was steht. Und zweitens versuche ich einmal zwei Sterne zu holen. Und das, dem, dass ich blitze. Und weil die Luftabwehr so weit unten steht, bin ich jetzt mit den Drachen so von oben drauf gegangen. Es war ganz breit, dass ich da viel wegräume. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich den King unten starte. Also oben wegen den zwei Sternen und unten den King deswegen, damit ich Informationen bekomme, was da unten alles ist, ob da große Bomben sind, ob da Teslas stehen, weil ich von der Seite angreifen will. So. Also Blitz kommt. Drachen kommen. So, werden natürlich beschossen, aber die Bogentürme sind auch nicht als das, was ein achter Rathaus hat, also nicht so schlimm. So, und jetzt gehe ich da rein. Der Luftfeger nervt zwar ein bisschen, aber nachdem ich da so einen richtig schönen Einflugspunkt habe, weil da einfach nichts im Weg ist, bringe ich da alle Drachen richtig schön hinein. Und ich werde da jetzt beschossen, Ballone von der Luftabwehr, aber das Rathaus geht dann gerade noch down. Die Drachen, die da herumfliegen, aha, da steht ein Tesla. So, der King hat es nicht weit geschafft, aber die Drachen unten jetzt sehr wohl, weil da unten stehen nur die Kanonen und ich bin jetzt über 52% oder über 51%. Das heißt, ich sehe die anderen Teslas auch. Haben eine zwei Sterne und kann jetzt beruhigt mit Kindi 2 mit einem 3-Stern-Angriff draufgehen, selbst wenn keiner hinter mir mehr aufräumt. So, okay. So. Und jetzt, das war jetzt der Angriff von. Der hat auch. Ist auch ordentlich schief gegangen. Allerdings habe ich noch gut improvisiert. So. Und mein Plan war jetzt folgender, dass ich hergehe mit zwei Golems. Ich weiß,
Tesla hier. Ich weiß auch, dass war hier ein Tesla steht und hier ein Tesla. Glaube ich was. Ursprünglich wollte ich ja mit zwei Magiern hier anfangen. Das habe ich jetzt bleiben lassen wegen den Teslas und habe die Golems hier. Dadurch binde ich die Kanonen und die Tesla tauchen auf. Und dann starte ich die Magier hier, die dann schon ein bisschen aufräumen. Die Kanonen sollen nicht down gehen und dann starte ich jeweils einen Ballon auf den Tesla, damit der platt ist. Weil was sonst passiert ist, dass die Golems da so herumlaufen, statt da, weil das ist ein ordentlicher Weg da hinein. Wichtig ist, dass links und rechts die Gebäude weg sind. Nur was da ein bisschen Problem ist, ist die Speicher, die sind fast nicht wegzubekommen, weil sie Bogitürme, Minenwerfer da alles gedeckt sind. Und es da relativ schwierig ist, überhaupt Magier reinzubekommen. So, und dann setze ich einen Jump hier. Die Truppen laufen hinein oder sollten hineinlaufen. Ich erledige die Clanburg. Begegne hoffentlich keinem Lavahund. Erledige die zwei Luftabwehren. Die wird am Anfang geblitzt und dann starte ich mit zwei Lavahunden hier und hier. Schick da aus dem Winkel Ballonen nach. Okay, Entschuldigung, Lavahund von hier. Schickt die Ballone nach und der Großteil der Ballone starte ich hier mit einer Wut hier und dann noch einmal ein Eilzauber, um da in die Mitte zu gelangen. So, so war zumindest der Plan. Und jetzt schauen wir mal, was schiefgegangen ist. Also, Blitz mit Erdbeben, auch okay. So. Als nächstes, der linke gepasst, der rechte war zu weit links. Jetzt ist der Tesla nicht hochgepoppt. So, und jetzt starte ich den Magier. Jetzt habe ich ein bisschen überlegt, was ich tun soll. Und habe das war dann zu lange und habe mit den Ballonen zu lange gewartet. So, Ballon kommt. Rechts hat es auch noch funktioniert, weil das nur ein kleiner Tesla war. Das Problem ist, die Golems. Der rechte Golem hat es, glaube ich, noch geschafft, der linke nicht. Der läuft jetzt Richtung Bogiturm. So. Also, Magier kommt, jetzt ist dieser dämliche Lavahund und der King. Das ist auch ein Folgefehler. Tesla. Golem war zu weit links. Tesla poppt nicht auf. Ich weiß, da steht. Kann hier keinen Magier ersetzen, das heißt, diese Goldmine geht nicht down. So, also da habe ich mich einfach ein bisschen zu viel ablenken lassen. Das passiert leider auch mir. Und die Queen schießt auf den Lavahund mit den Magiern. Das Problem ist, die Magier erledigen zwar die Luftabwehr, aber die Queen braucht einfach zu lange und springt dann nicht mehr hinein. Und damit geht mir diese Luftabwehr nicht down. So, und jetzt habe ich gesagt, ich muss improvisieren. Positiver Effekt an dem Ganzen war allerdings, dass mir hier ein Bogiturm und Bogiturm down gegangen sind. Das heißt, ich brauche da weniger Ballone drauf. So. Ich starte meine zwei Lavahunde, die Ballone, und starte jetzt und dadurch hab dann hier sparen müssen bei den Ballonen, habe damit ich hier noch Ballone reinbekomme, nur habe ich die hier gestartet, hätte ich eigentlich hier starten sollen. Naja gut, ist ziemlich egal gewesen. So. Lavahund und Tank kommt jetzt rein und tankt für alles. Der zweite auch. Und jetzt kommt die Wut auf die große 6er Luftabwehr, während ich bei der 4er nur den Eilzauber nehme. So. Die Queen ist auch dann irgendwann reingekommen und hat den X-Bogen da erledigt. So, und jetzt
Ballone fliegen raus aus der Wut und erledigen den letzten Tesla und Magier rundherum verteilt. Und damit ist dann wieder alles gut ausgegangen. So. Und das war's dann. Also, muss aber sagen, wenn ich es mit den Teslas nicht gewusst hätte, wäre das wahrscheinlich nichts mehr geworden. Also war schon wichtig der erste Angriff. So. Ha, jetzt haben wir schon beide Blame auf 4 und 5. Und die zeige ich jetzt trotzdem her, obwohl das 8 Rathäuser sind. Weil den ersten hat Blame vergurkt gegen ein 8 Rathaus. Und zwar ist ein klassischer Fehler beim. Erst einmal, ich würde so eine Basis mit so vielen Stellen als 9er Rathaus nicht unbedingt mit Schweinis angreifen, sondern ich würde einen Lavahund in der Kleinburg nehmen, 10 machen und eben zwei Luftabwehren wegblitzen. Das geht eigentlich nie schief, weil da doch viel Riesenbombengefahr ist, aber. Das war jetzt gar nicht das Problem. Das Problem ist, er hat gedacht, er kann da locken. Kann aber nicht. Das kann einem passieren, vor allem wenn ein Tesla aufpoppt. Und dann muss man sich überlegen, B. Er hat es in dem Fall an einer anderen Stelle probiert. Da sieht man, er überlegt, okay, er probiert es an einer anderen Stelle. Da geht es auch nicht, weil die Basis einfach so designt ist. Mit Klamburg in der Mitte, dass man da eben nicht locken kann, ohne ein Gebäude zu zerstören. Und was man an der Stelle macht, ist, man sucht sich eine Stelle, die vielleicht weniger gedeckt ist, sagen wir mal, wenn möglich eine Kanone. Ich hätte die genommen, weil da eventuell auch gleich eine Riesenbombe dann erledigt wird. Schickt 3 bis 4 Schweinis, je nachdem wie viel. In dem Fall schon 4 Schweine ist, erledige die Kanone. Eine Kanone zu erledigen, ist in etwa 2 Schweine ist wert, weil 2 zu 1 tauschen, sagen wir mal, zahlt sich auf jeden Fall aus. Also, falls es wen interessiert, auf Rathaus 8 gibt es, glaube ich, 17, im Kopf habe, sondern es war Rathaus 9, gibt 17 Punkt Schaden, auf Rathaus 8 etwas weniger, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall so in etwa, also 2 zu 1 tauschen ist auf jeden Fall noch okay. Das heißt, er lockt einfach für 2 zusätzliche Schweinis, hat er die Klanburg gelockt. Also, das wäre auch nicht so das Problem gewesen. Das, was er nur jetzt macht, ist das Schlimmste, was man machen kann. Nämlich, er geht ohne Locken rein. Hier probiert es noch einmal. Also eine Basis, wo man ein Gebäude zerstören muss, damit man locken kann, das ist keine, ist auch keine unmögliche Basis. Also das. So, er erwischt da die Doppelbombe. Ganz gut, nur der Drache jagt ihm jetzt seine Schweinis. Der Ballon ist nicht so die Gefahr, aber der Drache. Und auch mit dem Gift. Das Gift funktioniert nicht, weil der Drache wird. Der ist in Bewegung. Der wird immer nachfliegen und man erwischt ihn nicht komplett mit dem Gift. Auch wenn es in dem Fall knapp war. Ja, ein bisschen Schaden. Und vor allem bringt einen das auch so draus aus dem Ganzen. Und ja, er ist zwar weit gekommen, aber leider war es das jetzt. Der King und Queen schaffen es dann nicht. Die Queen wird erschossen und der King schafft es durch die Mauer. Er schafft es durch, aber Zeitproblem natürlich, ohne Magier. Nun gut, ja. Und auf die Bauhütten hat er auch vergessen. Das kommt noch dazu, aber gut. In dem Fall schon relativ klar. Wenn schon so viel schief geht. Also noch das geringste Problem. So. Blame jetzt auf den Fünfer. Übungsangriff. So.
Klantruppen kommen raus, werden mit Gift erledigt. So. Und was er jetzt macht, hier hätte er noch ein bisschen breit ansetzen sollen, damit die Kanonen der Bugidam auch down gehen, weil sonst werden die Schweine, statt dass sie reinlaufen, darauf rennen. Und das zweite ist die Heilzauber. Sämliche Sache wie bei Wing. Hier ist nichts, was Schaden macht. Hier braucht man nicht heilen. Heilen braucht man nur auf den zwei Reihen. Das heißt, es macht in dem Fall nicht viel Sinn, mit dem Heilzauber zu warten, sondern den kann man schon am Anfang setzen. Normalerweise wird man immer die erste Reihe abwarten. Aber wie gesagt, in dem Fall besser wäre es, gleich zu heilen. Und das sieht man hier wieder. Der Teil ist nicht benötigt. Und da sind die Schweine schon durch. Das heißt, wenn er den Heilzauber vorher setzt, während die Schweine noch da stehen, bringt das 10-mal mehr, weil die Schweine werden immer, der großen Gruppe, immer schneller sein als der Heilzauber. Also man sieht, der Heilzauber ist immer noch da und bis der ausläuft, sind die Schweine schon immer draußen. So, der letzte Heilzauber, nachdem er noch einen gehabt hat, war das nicht so eine Katastrophe, es sollte natürlich auch eher hier sein. So, der letzte war okay. So, allerdings natürlich ist nur ein Rathaus mit 4 Heilzaubern und vor allem die Basis hat keine, die Bomben waren eigentlich alle entschärft. Also sollte gar nicht so schlimm sein normal. Aber gut, so. Also, das war's jetzt mit den 9 Rathäusern. Ach, das sind dann wieder die nächste Episode.